Unimedizin für Sie, mitten im Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des UKB-Patientenkolloquiums, das das Universitätsklinikum Bonn in Zusammenarbeit mit dem Bonner Generalanzeiger veranstaltet. Unser heutiges Thema lautet Rheumaerkrankung, große Fortschritte in Diagnostik und Therapie. Millionen Menschen in Deutschland leiden an Rheuma. Die Behandlung ist komplex und anspruchsvoll. Für eine bestmögliche Versorgung unserer Patienten arbeiten mehrere Kliniken am UKB fächerübergreifend auch mit den niedergelassenen Ärzten zusammen. Unsere Referenten geben Ihnen heute einen Überblick über die aktuelle Entwicklung der Diagnostik und die Behandlung von rheumatologischen Erkrankungen. Im Anschluss an die Präsentationen beantworten Sie zuerst die Fragen, die uns per Mail erreicht haben, und danach werden die Fragen aus der Zoom-Konferenz vorgestellt. Mein Name ist Elke Pfeiffer. Ich bin Pressesprecherin am UKB und Leiterin der Stabsstelle Kommunikation und Medien. Ich darf nun die Referenten vorstellen. Dr. Valentin Schäfer, er ist leider erkrankt, wird nicht da sein, er hat aber seine Präsentation besprochen und wird die Fragen nachher im Anschluss beantworten per Mail. Er ist seit 2018 Leiter der Rheumatologie und klinischen Immunologie sowie Sprecher des Zentrums für seltene rheumatologische Erkrankungen der Medizinischen Klinik und Poliklinik 3 am UKB. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist der Ultraschall bei entzündlich-rheumatologischen Erkrankungen. Der nächste oder die nächste Expertin ist Frau Dr. Dagmar Wilsmann-Theiss. Sie ist Fachärztin für Dermatologie, Venerologie, Allergologie und Naturheilverfahren und Oberärztin am UKB. Sie leitet die Psoriasis-Spezialsprechstunde und hat die ärztliche Leitung des interdisziplinären Psoriasis-Arthritis-Zentrums inne. Unser nächster Experte ist Professor Dr. Dirk Skovasch. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie und Kardiologie. Seit 2013 ist er Leiter der Sektion Pneumologie in der Medizinischen Klinik und Poliklinik 2 am UKB. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Asthma, COPD und Lungenerkrankungen. Dann haben wir noch einen Experten aus der Orthopädie, das ist Privatdozent Dr. Thomas Randau, seit 2018 Oberarzt und Sektionsleiter Rheuma-Orthopädie mit dem Schwerpunkt Gelenkchirurgie. Darüber hinaus ist er Leiter klinische Forschung der Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie hier am UKB. Ich freue mich sehr über die vielen Teilnehmer in der Zoom-Konferenz und möchte jetzt die Präsentation freigeben oder die Präsentation starten von dem Dr. Schäfer, bitte. Hallo, liebe Patientinnen. Mein Name ist Valentin Schäfer und ich leite die Rheumatologie und klinische Immunologie an der Medizinischen Klinik 3 am Universitätsklinikum Bonn. Und wir sind heute für Sie da. Ich leider nur virtuell, weil es mir gesundheitlich aktuell nicht gut geht. Ich versuche aber trotzdem, Sie mit diesem Vortrag hier zu begeistern für den Titel Ultraschall-Bildgebung bei rheumatologischen Erkrankungen. Was gibt es für rheumatologische Erkrankungen? Es gibt die Top 3. Die rheumatoide Arthritis, ca. 1% bis 2% der Bevölkerung. Die Spondyloarthritis, ehemals auch als Morbus Bechterew bekannt, ca. 1% der Bevölkerung, wahrscheinlich sogar 2%. Viele sind unterdiagnostiziert, das sind Patienten mit entzündlichen Rückenerkrankungen. Wir haben die Psoriasis-Arthritis, auch ca. 1% der Bevölkerung. Und die Patienten mit der Spondyloarthritis und der Psoriasis-Arthritis sind häufig jung, zwischen 20 und 40. Während bei der rheumatoiden Arthritis es sowohl junge Patienten als auch ältere Patienten über 50 gibt. Zudem gibt es die reaktive Arthritis, eine etwas seltenere Erkrankung, und die Kollagenosen, die entzündlichen Bindegewebserkrankungen, wie der systemische Lupus erythematodes, die systemische Sklerose, die Polymyositis, Dermatomyositis, Mischkollagenosen, undifferenzierte Kollagenosen. Das alles sind entzündliche Bindegewebserkrankungen, die sind kompliziert und die gehören auch zu unserem Patientengut. Dann gibt es die Stoffwechselstörungen, die Gicht, die Pseudogicht und andere, also Erkrankungen, die durch Kristalle in Gelenken ausgelöst werden und dort eine ausgeprägte Entzündung machen. Und die Gicht ist eine sehr, sehr wichtige Erkrankung. Ich freue mich immer, wenn ich einen Patienten habe mit Gicht, weil es den Patienten sehr, sehr schlecht geht, aber man diese Patienten sehr, sehr gut behandeln kann. Dazu gibt es auch noch die Hämochromatose, wo sich Eisen an Gelenken ansammelt, auch eher was Seltenes. Trotzdem haben wir vergleichsweise viele Patienten dort mit.
Kommen wir zu den Vaskulitiden, also den entzündlichen Gefäßerkrankungen. Die können große Gefäße befallen, wie die Riesenzellarteriitis. Patienten haben Kopfschmerzen, Sehstörungen, erhöhte Entzündungswerte, Gewichtsverlust und sind fakultativ über 50, während Patienten mit einer Entzündung großer Gefäße unter 40, am häufigsten unter einer Takayasu-Arteriitis leiden, auch eine Gefäßentzündung. Gefäßentzündung mittelgroßer Gefäße. Sie sehen, es wird hier komplizierter. Panarteritis nodosa, Kawasaki bei den Kindern und die Anka-assoziierten Vaskulitiden, also Gefäßentzündungen der kleinen Gefäße. Und hier sehen, hier gibt es ganz, ganz viele. Auf die werde ich jetzt hier nicht eingehen, aber Sie sehen, es wird schon komplizierter. Und dann gibt es noch autoinflammatorische Syndrome, Fiebersyndrome. Das sind Patienten, die kriegen immer Fieber. Eventuell auch Entzündungen des Bauchfells, des Herzfells. Das sind komplizierte Erkrankungen, schwerstkranke Patienten, die haben oft eine lange Odyssee hinter sich. Zudem behandeln wir, und das ist die klinische Immunologie in Rheumatologie und klinische Immunologie, natürlich auch Immundefektsyndrome. Das heißt, Defekte im Immunsystem von Patienten, niedrige Antikörperspiegel, schlechte T-Zellfunktion, schlechte B-Zellfunktion. Und wir haben natürlich viele, viele seltene rheumatologische Erkrankungen und Syndrome, wo wir als Zentrum für die Expertise haben und auch ausgewiesen sind. Dann gibt es nicht-rheumatologische Erkrankungen. Das ist auch wichtig. Was gehört nicht zur Rheumatologie? Nicht zur Rheumatologie gehört das Ganze, was orthopädisch ist. Degenerative, also abnutzungsbedingte oder verschleißbedingte Erkrankungen, wie die Arthrose oder Überlastungsphänomene. Arthrose ist eben die Abnutzung von Gelenken und es hat nichts mit der Arthritis, der entzündlichen Gelenkerkrankung zu tun. Somatoforme Schmerzerkrankungen, das sind Patienten mit Ganzkörperschmerzen, die kommen auch in die Rheumatologie, aber es gibt keine einzige rheumatologische Erkrankung, die Ganzkörperschmerzen macht. Das sind Schmerzerkrankungen, wo die Patienten Schmerzgedächtnisse entwickeln und das ist auch wichtig zu diagnostizieren, das machen wir natürlich dann auch, aber schicken die Patienten dann weiter zu den Kollegen der Psychosomatik, die diesen Patienten wirklich auch viel, viel besser helfen können. Klassisches Bild einer Fingerpolyarthrose. Viele Gelenke sind dick, aber eben nicht deformiert. Das sind abnutzungsbedingte Veränderungen der Finger klassischerweise. Heute sprechen wir über Ultraschallbildgebung. Und das ist natürlich wichtig, über die Auflösung zu sprechen. Was kann der Ultraschall? Der Ultraschall kann viel. Sie sehen hier, Ultraschall gibt es in verschiedenen Frequenzen. Umso höher die Frequenz, umso weniger dringt der Ultraschall in den Körper ein. Und umso niedriger die Frequenz, umso höher dringt der Ultraschall in den Körper ein, aber umso schlechter ist die Auflösung. Und Sie sehen hier die Mindestanforderung der Europäischen Gesellschaft für Rheumatologie für den Schall in der Rheumatologie an Gelenken und Gefäßen sind 15 Megahertz. Und Sie sehen hier, es hat eine Auflösung von 180 Mikrometer. Das ist schon sehr, sehr klein. Wir schallen bei uns mit Schallköpfen 18 bis 22 Megahertz sogar. Und Sie sehen, in der Dermatologie wird auch noch mit höheren Frequenzen geschallt. Da natürlich ist die Haut wichtig. Dafür braucht man eine hohe Auflösung mit einer geringen Eindringtiefe, deswegen diese hohen Frequenzen. Jetzt fragen Sie sich, okay, was sind 100 Mikrometer? Ist das viel? Wir sehen hier 0,1 Millimeter. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem 7 Tesla MRT, das heißt dem höchst auflösendsten MRT, was es aktuell gibt. Ja, da gibt es drei Stück von in Deutschland übrigens. Die normalen MRTs haben so 1,5 Tesla, maximal 3. Sie sehen hier, das höchst auflösende MRT kommt auf 200 Mikrometer. Das heißt, der Ultraschall ist immer noch hier mit dem 22 Megahertz mehr als doppelt so gut von der Auflösung. Und bei den normalen MRTs, die benutzt werden, 10 bis 12-fach höher von der Auflösung. Das heißt, Sie sehen, wir können mit dem Ultraschall viel, viel mehr sehen als mit dem MRT, gerade bei den Gelenken und Gefäßen. Welche Strukturen des Körpers können wir heute mit dem Ultraschall beurteilen? Und Sie sehen, das sind sehr, sehr viele. Wir können zum einen die Gelenke darstellen, die Gelenkentzündungen, die Entzündung um die Gelenke, den Wurstfinger, Sehnenscheidenentzündungen, Knorpelstrukturen. Wir können die Sehnenansätze sehen, die Enthesen. Wir können die Muskeln sehen, Muskelrisse, Einblutungen, auch Compartment-Syndrome, Atrophien und auch der Schall bei der Myositis, bei der Muskelentzündung kommt langsam mehr und mehr in den Vordergrund. Wir können die Weichteile sehen, Nerven, Nervenkompressionssyndrome, Neuritiden, Lymphknoten natürlich wichtig, die Speicheldrüsen, und da zeige ich Ihnen nachher auch noch ein paar Bilder davon, gerade beim Sjögren-Syndrom. Und die Gefäße wieder wichtig, besonders bei den großen Gefäßen, weil es die einzige Entzündung ist, die man auch im Ultraschall darstellen kann. Aber auch die Fingerarterien und die Schilddrüse natürlich wichtig, kann auch natürlich Schilddrüsenerkrankungen treten auch häufiger bei rheumatologischen Erkrankungen auf. Das ist so. Und Herz und Bauch schallen wir auch. Für Herz sind wir allerdings keine Spezialisten.
Das ist so die Struktur meines Vortrages. Ich würde mit Ihnen erst einmal ganz kurz über Ultraschall in der Diagnose von Gelenkerkrankungen sprechen. Dann möchte ich mit Ihnen über die Diagnose von Großgefäßentzündungen sprechen und zum Schluss auch noch kurz über Ultraschall beim Sjögren-Syndrom. Das ist auch eine rheumatologische Erkrankung, wo es zu einem Befall der Speicheldrüsen kommt. Fangen wir also an mit Ultraschall in der Diagnose von Gelenkerkrankungen. Ich hatte eben schon gesagt, wir können entzündliche Veränderungen sehen. Die Synovitis ist die Entzündung der Gelenkhaut. Die Tenosynovitis ist die Entzündung der Sehnenscheiden. Die Enthesitis ist die Entzündung von Sehnenansätzen. Und die Periarthritis ist die Entzündung um das Gelenk, was es zum Beispiel mal bei der Sarkoidose gibt. Wir können natürlich knöcherne Veränderungen sehen, Knochenbrüche, erosive Gelenkveränderungen, wenn sich die Entzündung in den Knochen frisst. Und wir können eine Menge von Weichteilen sehen, Ganglien, irgendwelche Tumoren, irgendwelche Wachstume, Fremdkörper natürlich auch und auch Bandverletzungen. Der Ultraschall, ich habe es eben schon gesagt, hat eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität. Das heißt, er eignet sich gut für die Darstellung und kann eben auch gut unterscheiden zwischen normal und anormal. Er ist besser, als wenn ich den Patienten klinisch untersuche, gerade wenn ich mir klinisch unklar bin. Besser als das MRT und das Röntgen, hat eine 5- bis 10-fach höhere räumliche Auflösung als das MRT, ist natürlich zeitaufwendiger, wir brauchen Zeit und wir kommen nicht unterhalb den Knochen. Aber was am wichtigsten ist, falls Sie das mal gehört haben, Ultraschall ist eine untersuchungsabhängige Technik, das ist nicht richtig. Ultraschall ist unabhängig vom Untersucher, wenn der Untersucher geschult ist und spezialisiert ist und das können wir für uns auf jeden Fall behaupten. Und im Vorgang zu diesem Vortrag hatte mir ein Patient eine E-Mail geschrieben, eine sehr entrüstete E-Mail. Der war bei mir auch zur Abklärung einer rheumatologischen Erkrankung und hat mir geschrieben, warum ich hätte ihn ja nur untersucht und hätte keinen Ultraschall gemacht. Dann würde ich ja offensichtlich Ultraschall nicht so häufig anwenden. Es ist vollkommen richtig, der Ultraschall kommt nur zum Einsatz, wenn in der klinischen Untersuchung das Ergebnis nicht eindeutig ist. Ist ein Gelenk normal beweglich und es finden sich keine Auffälligkeiten, muss ich keinen Ultraschall machen. Ja, das heißt, der Ultraschall kommt nur dann zum Einsatz, wenn man sich wirklich klinisch unklar ist. Es macht keinen Sinn, von jedem Patienten einen Ultraschall zu machen. Ja? Kommen wir mal zum Ultraschall in der Diagnose von Gelenkerkrankungen bei der rheumatoiden Arthritis zum Beispiel. Wir sehen hier, die rheumatoide Arthritis ist eine entzündliche Gelenkerkrankung, 1 bis 2% der Bevölkerung. In Deutschland sind betroffen von der rheumatoiden Arthritis, ist die entzündliche Gelenkerkrankung. Die betrifft vor allem die Patienten an den Fingergelenken, gerade an diesen MCP2 und 3 Gelenken, den Fingergrundgelenken, aber auch den Mittelgelenken, wie hier bei dem Patienten zu sehen. Da sehen wir dann geschwollene, schmerzhafte und heiße Gelenke mit einer Morgensteifigkeit. Und die Morgensteifigkeit ist das Korrelat zur Entzündung der Sehnenscheiden. Sind aber nicht nur die Finger betroffen, es können eben auch große Gelenke wie die Hüfte und die Schulter betroffen sein. Und da ist wirklich wichtig, dass man die Patienten gut klinisch untersucht. Um Ihnen mal ein paar Bilder zu zeigen. Bilder sind ja immer wichtig, damit man sich auch was vorstellen kann. Hier sehen Sie zum Beispiel das Ultraschallbild von einem Handgelenk im Längsschnitt. Jetzt sehen Sie hier, vielleicht erkennen Sie wenig Struktur und sagen, wie kann man hier was sehen. Aber ich kann Ihnen hier sehen, zeigen, wir können alle anatomischen Strukturen sehr, sehr, sehr gut darstellen, wenn wir das wollen. Können sogar Knochenveränderungen sehen, können Brüche sehen an den kleinsten Fingergelenken. Insofern, das ist eine sehr, sehr hilfreiche Methode, wenn man sich mit der Anatomie beschäftigt hat. Hier sehen Sie zum Beispiel auch eine Sehnenscheidenentzündung. Das hier ist die Sehne in der Mitte und drumherum sehen Sie schwarze Flüssigkeit. Das ist eine Sehnenscheidenentzündung. Das ist der Grund, warum Patienten häufig steife Gelenke haben. Hier zum Beispiel auch nochmal ein Bild einer Entzündung des Handgelenkes. Sie sehen hier unten, ich habe also einen Längsschnitt über dem rechten Handgelenk. Und Sie sehen, das Rote hier ist die Entzündung, das ist der Power-Doppler, also eine spezielle bildgebende Methode, die langsame Flüsse am Gelenk zeigt. Und deswegen sieht man hier die Entzündung am Handgelenk, ganz, ganz klassisch bei der rheumatoiden Arthritis. Kommen wir zum Ultraschall in der Diagnose, auch nochmal der Psoriasis-Arthritis. Sie sehen hier rechts das Bild eines Patienten mit einer Psoriasis-Arthritis. Die tritt ja nun auch auf, wenn man eine Schuppenflechte hat, also eine Psoriasis der Haut. Deswegen haben wir mit den Dermatologen, mit Frau Privatdozentin Wilsmann-Theis, eine sehr, sehr enge Kooperation und auch ein Psoriasis-Arthritis-Zentrum gegründet. Die Psoriasis-Arthritis tritt circa bei einem Drittel der Patienten mit einer Psoriasis auf und betrifft circa 1% der deutschen Bevölkerung und kann alle möglichen Gelenke befallen. Aber typisch ist der Wurstfinger oder die Wurstzehe, das heißt, wenn ein Gelenk wie hier die zweite Zehe links massiv geschwollen ist, ist eine Wurstzehe bei der Psoriasis
typische Diagnose und auch eine Blickdiagnose. Oder hier der Wurstfinger, sieht man, dass der Finger dick ist, der rechte im Vergleich zum linken. Das ist klassisch für eine Psoriasis arthritis. Und die Psoriasis arthritis kann eben nicht nur Gelenke befallen, sondern eben auch Sehnen und Sehnenansätze. Wie bei dieser Patientin, Sie sehen hier eine Achillessehne im Längsschnitt, da sehen Sie rechts unten, wo der Ultraschallkopf ist. Und diese Sehne ist massiv entzündet. Hier sehen Sie wieder diese rote Farbe, das ist der Powerdoppler für langsame Flüsse, die eben Entzündungen hier darstellen. Sowas ist wunderbar zu sehen. Patient sagt, er hat dort Beschwerden, dann sieht man das meist schon klinisch, dann schaut man es noch im Ultraschall an und weiß, das ist entzündet. Oder hier zum Beispiel sehen wir auch eine Entzündung an einem Zehengelenk. Ausgeprägt und ich klebe Ihnen dann noch das Bild dazu. Das ist nämlich eine Entzündung auch bei einer Dactylitis von diesem zweiten Zeh hier. Diese Wurstzeh ist hier dargestellt. Hier haben wir eine Entzündung des Gelenkes und auch der Sehnen und des umgebenden Gewebes, also klassisch für eine Dactylitis. Ich sagte ja eben schon, dass eben auch Sehnen befallen werden können. Und Sehnenentzündungen sind oft nicht so richtig gut zu sehen. Sie sehen hier eine Sehne, dass die entzündet ist, das ist die Peroneus longus Sehne, also eine der Sehnen, die hier ums Sprunggelenk rumgehen. Da sehen Sie eben hier eine Entzündung. Dafür braucht man häufig den Ultraschall, um das eben auch wirklich gut darzustellen. Wir machen natürlich auch Studien als universitäres Zentrum. Eine Studie haben wir zum Beispiel gemacht mit den Dermatologen. Wir wollen unsere Expertise nicht für uns behalten. Wir sind froh, wenn wir sie teilen können. Und dazu gehört unter anderem die Expertise im muskuloskeletalen Ultraschall, also im Gelenkultraschall. Und hier wollten wir untersuchen, ob eine Psoriasis-Arthritis unter Anwendung eines neuen Ultraschallsystems, welches relativ klein ist, durch Dermatologen auch wirklich früh erkannt werden kann. Und natürlich auch, ob die Dermatologen das im Verlauf dann auch einschätzen. Das haben wir hier in der MUTE-Studie gemacht, muskuloskeletaler Ultraschall für Dermatologen. Sie sehen, wir haben hier so ein kleines Ultraschallgerät benutzt. Ich habe dann ein Modul entwickelt, speziell für Dermatologen mit einem abgespeckten Ultraschallmodul, mit ganz wichtigen, aber auch einfachen Schnitten. Und hier konnten wir zeigen, dass die Dermatologen das sehr, sehr gut lernen konnten. Das heißt, wir haben hier ein Kurskonzept entwickelt, welches sich eignet für die Schulung von Dermatologen ohne Vorkenntnisse. Es gab keinen Unterschied zwischen Fach- und Assistenzärzten und es gab auch keinen Unterschied, ob der Arzt jung oder alt war. Und dieses Ergebnis ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und wir arbeiten gerade daran, dieses Konzept auch national auszurollen, um wirklich auch Dermatologen zu schulen. Dafür gab es viel, viel Kritik meiner Fachgesellschaft, die das nicht gut fand, aber ich finde das wirklich gut, wenn Dermatologen Ultraschall machen. Das muss nicht jeder machen, aber Sie sehen hier, es funktioniert auch Dermatologen, das gut beizubringen. Und die Folgestudie, die aktuell in Auswertung ist, die Psoson-Studie, wo es darum geht, eben die Anwendung des Ultraschalls in der Diagnose, wo wir auch die Patienten dann nochmal sehr zeitnah untersucht haben, nochmal nachgeschallt haben, ist aktuell in der Auswertung. Es sieht sehr, sehr gut aus. Das hat sehr, sehr gut geklappt mit unseren Dermatologen. Und hier war vor allem natürlich auch Frau Privatdozentin Wilsmann-Theis ganz, ganz wichtig. Kommen wir nun noch kurz zur Ultraschall in der Diagnose von Großgefäßentzündung. Das ist so ein bisschen mein wissenschaftlicher Schwerpunkt seit 12, 13 Jahren. Was ist eine Vaskulitis, habe ich gerade schon gesagt. Also eine Gefäßentzündung, bei der es durch verschiedene Prozesse zu Veränderungen der Gefäßwand kommt und damit zu Störungen der versorgten Organe. Sie sehen hier so ein Übersichtsbild aller Gefäßentzündungen und Sie sehen hier die Large Vessel Vasculitis, das sind die Entzündungen großer Gefäße und die betreffen auch wirklich nur Arterien, während viele andere Gefäßentzündungen sogar das venöse System betreffen. Und vielleicht finden Sie auch hier Ihre Diagnose. Die Riesenzellarthritis ist die häufigste der Entzündungen großer Gefäße. Sie tritt fakultativ bei Patienten über 50 auf, aber häufig auch in der siebten Dekade. Und viele Symptome resultieren vom Befall der Kopfarterien, gerade auch der Schläfenarterie. Aber viele andere Gefäße können auch befallen sein. Und das Gefährliche ist das Erblinden der Patienten, was bei 30% der Patienten auftritt. Deswegen ist eine frühe Diagnose wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, um genau das zu verhindern, was wir hier sehen auf diesem Bild. Eine Unterversorgung der Netzhaut und da arbeiten wir ganz eng mit unseren Augenärzten zusammen und erkennen wirklich viele, viele Patienten, ungefähr einen pro Woche mit einer Riesenzellarthritis, die dann auch korrekt behandelt werden. Die typischen Symptome sind dann Kopfschmerzen, Sehstörungen, die Patienten erblinden hoffentlich nicht, haben Schmerzen beim Kauen, haben Fieber, Abgeschlagenheit, verlieren Gewicht und haben vor allem auch hohe CRP-Werte, manchmal auch Muskelschmerzen im Rahmen noch einer zweiten rheumatologischen Erkrankung. Und da ist der Ultraschall auch ganz, ganz wichtig für die Diagnose, denn ich muss eine bildgebende Methode anwenden. Und der Ultraschall, Sie sehen hier exemplarisch die Arteria temporalis gezeigt mit dem hochauflösenden Schallkopf.
Der Ultraschall ist aktuell erste bildgebende Methode. Man macht die Biopsie, nicht mehr die Operation. Das wurde auch in der europäischen Leitlinie vor kurzem festgehalten. Das heißt, wir können unsere Patienten wirklich mit dem Ultraschall wunderbar behandeln. Die ist die bildgebende Methode der ersten Wahl mit einer Genauigkeit von über 96%. Das heißt, man erkennt 96 von 100 Patienten und das ist sehr, sehr gut. Welche Gefäße können wir schallen? Zum Beispiel die Kopfarterien. Das hier ist die Schläfenarterie, die sich dann aufteilt in vorderen Ast, hinteren Ast. Aber wir können alle Arterien, die Sie hier sehen, mit dem hochauflösenden Ultraschall prinzipiell darstellen. Und die zweite große wichtige Arterie ist die Achselarterie. Die können wir auch wunderbar darstellen. Die kann eben auch eine Entzündung aufweisen. Wenn Sie dann Ihr Ultraschallgerät wunderbar eingestellt haben, dann sehen Sie oben eine gesunde Schläfenarterie, das ist übrigens meine Schläfenarterie, und unten sehen Sie eine Gefäßentzündung der Schläfenarterie. Sie sehen, es wird eng, ich habe hier extra die Farbe eingeschaltet, damit man sieht, dass es hier zu einer Gefäßenge kommt. Das wird wirklich eng. Unten sehen Sie hier auch nochmal die Arteria axillaris, das heißt die Achselarterie, und hier, unten sehen Sie eben die Entzündung der Achselarterie für die Diagnose. Die Ultraschalldiagnose, wie stellen wir die? Einmal anhand der Dicke der Gefäßwand, die wir messen können, und anhand der Definitionen der Ultraschallmorphologie, das heißt, wie es wirklich im Ultraschall aussieht. Eine wichtige Arbeit waren die Cut-off-Werte, das haben wir in Berlin noch ausgearbeitet, um zu sagen, ab wann wirklich ein Gefäß pathologisch ist. Das wird aktuell in allen Studien angewendet, diese Cut-off-Werte. Das andere war aber auch wichtig zu definieren, wie sieht ein krankhaftes Gefäß aus? Wie Sie hier sehen, ne, das ist jetzt ein Transversalschall, also ein Querschall auf die Arterie. Sie sehen hier die Farbe in Rot, das ist das, wo noch Blut durchgeht. Und das Schwarze, da geht kein Blut mehr durch. Das ist die dicke Wand, klassisch bei Gefäßentzündung. Oder hier ein schönes Video, wie Sie die Gefäßentzündung sehen, umrundet von einem Hypoechogen, also diese schwarze Verdickung drumherum, ist klassisch für die Vaskulitis. Wir hatten jetzt aber nur das Problem, dass wir nie für das Ultraschalltraining von Ärzten, was wir in Deutschland gerade propagieren, genug Ultraschallmodelle zur Verfügung haben. Und deswegen haben wir vor kurzem auch publiziert, ein 3D-Modell entwickelt und auch mit einem 3D-Drucker gedruckt und auch publiziert, dass dieses 3D-Modell funktioniert, dass es eindeutig so aussieht wie das Gefäß eines kranken Vaskulitis-Patienten. Und das werden wir jetzt gerade noch im europäischen Rahmen in der Arbeitsgruppe, die ich leite, validieren, um wirklich auch dann einen Goldstandard zu haben und möglichst viele Ärzte in der Ultraschalldiagnose zu schulen, damit man eben keine Biopsie mehr machen muss. Und Sie sehen hier die Bilder, oben immer das Patientenbild, unten das Modell, wie gut wir hier an die Pathologie wirklich rankommen. Das ist toll, dass wir das jetzt haben und es ist auch wirklich eine tolle Arbeit, auf die wir und meine Arbeitsgruppe sehr, sehr stolz ist. Das ist unser 3D-Drucker, der aktuell Tag und Nacht druckt, auch noch wegen anderen Projekten. Falls Sie da auch noch Ideen haben, schreiben Sie mir gerne E-Mail. Dann können wir noch weitere 3D-Drucke mit Ihrer Hilfe gerne realisieren. Kommen wir zum dritten Teil und dem letzten Teil auch, nämlich der Ultraschall in der Diagnose des Sjögren-Syndroms. Das Sjögren-Syndrom ist eine Autoimmunerkrankung, die leider die Speichel- und Tränendrüsen befällt. Und häufige Folgen sind, dass die Augen trocken werden, die Nase wird trocken, der Mund wird trocken, der Genitalbereich wird trocken. Es kommt zu einer chronischen Speicheldrüsenentzündung. Viele, viele Organe können noch beteiligt sein. Die Patienten benötigen unbedingt universitäre Aufmerksamkeit. Was schön ist, dass wir zum Teil wirklich diese Anomalien der Speicheldrüsen hier in einem Model gezeigt mit dem Schallkopf sehr, sehr gut darstellen können. Sie sehen hier, wie gesunde Speicheldrüsen aussehen. Sie sehen, das sieht schön gut aus. Hier sehen wir keine Anomalien, keine Veränderungen innerhalb der Speicheldrüse. Und wenn diese entzündet ist über langere Zeit, dann sieht die Speicheldrüse so aus, ja. Das heißt, sie sieht gar nicht mehr normal aus. Die wird hell und dunkel, hat so Einschlüsse, hat vermehrte Lymphknoten. Und das hilft uns häufig auch bei der Erstdiagnose, sodass wir auch hier manchmal die Biopsie nicht mehr machen müssen. Und damit bin ich durch mit meinem Vortrag. Es tut mir furchtbar leid, dass ich nicht persönlich bei Ihnen sein kann. Ich hoffe, mein Vortrag hat Ihnen gefallen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne in den Chatraum oder melden Sie mir. Und falls Sie einen Termin wollen, gehen Sie einfach auf unsere Homepage, füllen Sie den Patientenbogen mit Ihrem Arzt aus und faxen Sie ihn zu oder mailen Sie ihn zu und wir kümmern uns gerne um Sie und Ihre Erkrankung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für die Präsentation. Ich denke, die hat einen sehr, sehr guten Überblick gegeben, einmal über die Diagnostik, also Ultraschall, aber auch über die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die wir hier praktizieren am UKB. Und wie gesagt, wenn Fragen an Privatdozent Dr. Schäfer sind, einfach an die Redaktion oder wie er gesagt hat, in den Chat gerne posten. Ich würde jetzt
weitergeben an die nächste Referentin, Frau Privatdozentin Dr. Filzmann-Theis. Bitte sehr. Ja, herzlichen Dank, Frau Pfeiffer, für die netten einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich auch, Ihnen heute aus der dermatologischen Sicht die Autoimmunerkrankung oder einen kleinen Teil dieser Autoimmunerkrankung vorzustellen. Wir fangen dann auch hier mit der Präsentation an. Und Sie sehen unser Gebäude, die Dermatologie, und dieser wunderschöne Vorgarten hier, der ist nicht mehr zu sehen. Warum? Da steht jetzt ein neues Gebäude und in diesem Gebäude befindet sich die Rheumatologie. Und somit sind die Wege recht kurz zueinander zwischen Dermatologie und Rheumatologie. Und warum muss das sein? Ich langweile oft mit diesem Bild, weil ich das immer und immer wiederhole. Die Psoriasis, die Schuppenflechte, mein Spezialgebiet hier in der Uniklinik Bonn, gehört zu den 5 wichtigsten nicht-infektiösen Erkrankungen gemäß der WHO-Resolution von 2014. Und warum ist das so wichtig? Weil die Patienten selber über diese Erkrankung nicht sprechen. Sie schämen sich dessen. Und dabei sind 2 Millionen Menschen hier in Deutschland an dieser Erkrankung, leiden an dieser Erkrankung. Und wenn wir einmal in die USA schauen, so werden es tatsächlich immer mehr, weil es eine Wohlstandserkrankung ist. Das heißt, Patienten, die eine Schuppenflechte haben, haben auch oft mit Adipositas, also Fettleibigkeit, zu tun und Bluthochdruck. Und das wiederum ärgert die Hauterkrankung. Und wie sieht nun diese Hauterkrankung aus? Ganz klassische Blacks, oft richtig schuppig, aber wenn man die Schuppen runternimmt, dann sind sie rot. Rot, weil sie entzündlich sind. Sie können auch nur an den Händen oder den Füßen vorkommen, nur in Anführungszeichen gesetzt. Sie können sich vorstellen, dass man mit diesen Händen nicht greifen kann, nicht arbeiten kann, mit diesen Füßen nicht wandern gehen kann oder seine alltäglichen Arbeiten verrichten kann. Die Schuppenflechte kann aber auch den ganzen Körper betreffen. Das ist Gott sei Dank nicht so oft. Aber wenn es dann da ist, ist es ein hoher Krankheitswert für diese Patienten. Teilweise, wenn diese pustulöse Form, also das sind die Formen hier mit den Eiterbläschen, entstehen, kann es passieren, dass die Patienten sogar intensivpflichtig behandelt werden müssen. Was wir auch sehr häufig haben, ist eine reine Nagelpsoriasis. Nagel, also Schuppenflechte an den Nägeln. Und hierbei ist es so, dass die Patienten auch oftmals nicht greifen können, obwohl nicht so viel betroffen ist. Diese Nagelpsoriasis kann uns aber vielleicht auch schon Hinweise geben, ob nicht hier auch eine Psoriasis-Arthritis vorliegt. Und das ist das, was wir vermeiden wollen. Diese Destruktionen an den Händen einer älteren Dame, die jetzt mittlerweile von der Psoriasis befreit ist, aber nie eine angemessene Psoriasis-Arthritis-Therapie bekommen hat. Denn eins haben wir jetzt gelernt. Wir sprechen bei der Psoriasis, bei der Schuppenflechte, über eine Systemerkrankung, die nicht nur die Haut befällt, sondern auch die Gelenke, wie Herr Schäfer schon eben sagte, aber auch andere Erkrankungen mit sich zieht, Depressionen, arterielle Hypertonie, also Bluthochdruck, das metabolische Syndrom, das heißt ein bisschen zu viel Fett auf den Hüften und auch den Diabetes. Und wir Dermatologen müssen hier Wächter für eine innere Erkrankung sein. Und wenn wir uns diese Haut anschauen, wie kommt es denn zu dieser Entzündung oder zu diesen inneren Erkrankungen? Hier sehen Sie einen histologischen Schnitt, also einen feingeweblichen Schnitt durch die Haut. Hier ist alles in Ordnung. Sie sehen, da ist eine Oberschicht und eine Unterschicht. Wenn wir einen Schnitt durch einen Plaque machen, so sehen wir hier zum Beispiel Gefäße, die lilafarbene Zellen ausschleusen. Was sind das? Das sind Entzündungszellen. Und diese Entzündungszellen wandern aus dem Blut in die Haut und machen da den Unsinn, den man Schuppenflechte nennt. Aber können wir uns nicht vorstellen, dass es heute nicht nur an der klassischen Haut gibt? Es gibt ja auch die Gefäßhaut. Und das ist ein Ultraschallbild. Herr Schäfer hat eben so viele schöne Ultraschallbilder gezeigt. Und was Sie hier sehen, das ist ein atherosklerotischer Plaque. Dieser atherosklerotische Plaque hat vielleicht mehr Ähnlichkeit mit seinen Entzündungszellen wie dieser Plaque hier an der Haut. Und somit können wir verstehen, dass Atherosklerose gehäuft bei Patienten mit Schuppenflechte auftritt. Und Patienten, die eine schwere Schuppenflechte haben, erkranken in manchen Fällen
früher an einem Herzinfarkt als die gleichaltrigen Leidenden, Mitleidenden, die vielleicht nur eine leichte Schuppenflechte haben. Das bedeutet für uns, wir müssen alle Puzzle zusammenlegen, interdisziplinär. Und ein Beispiel unserer gemeinsamen Sprechstunde, der Mauszeiger ist leider immer ein bisschen schneller, als ich reden kann, dazu gehört dieser Patient, der auch eine klassische Schuppenflechte hat, wie Sie das hier sehen. Und wir haben uns natürlich gefreut, Herrn Schäfer diesen dicken, entzündeten Knoten zu präsentieren, weil wir sofort dachten, das ist eine Psoriasis-Arthritis. Aber es hat sich als eine Rheumatoide-Arthritis gezeigt. Und da braucht man halt die Fachexpertise, denn die Rheumatoide-Arthritis wird immer etwas anders behandelt als die Psoriasis-Arthritis. Umgekehrt wiederum haben uns die Rheumatologen diese Patientin präsentiert mit einem dicken Gelenk und hier war die Diagnose oder die Überlegung einer Psoriasis-Arthritis. Aber wir haben genauer hingeschaut. Wir haben gesehen, dass nicht das Gelenk destruiert war. Herr Schäfer hat noch einen Ultraschall gemacht und hat gesehen, dass nicht das Gelenk entzündet ist, sondern die umgebende Haut. Und diese Erkrankung ist recht selten. Die nennen wir Acrodermatitis continua superativa halopo. Ein schönes Wortspiel für Ihre Kinder und Enkel. Nein, das ist eine seltene Erkrankung der Psoriasis. Und die hat so viel Wucht und Entzündung in der Haut, die tatsächlich auch die Gelenke oder nein, anders die Knochen befallen kann, aber nicht unbedingt die Gelenke. Also es ist nicht immer alles Psoriasis-Arthritis, nur weil der Patient eine Psoriasis hat und das Gelenk oder der Finger dick ist. Wie behandeln wir nun die Psoriasis? Die leichten Fälle, da kann eine Cremetherapie aushalten. Die etwas schwereren Fälle, da kann man eine Kombination zu einer Lichttherapie stattfinden. Das alles immer in Maßen. Sie wissen, zu viel Licht und Sonne, das kann natürlich Hautkrebs hervorrufen. Bei den schweren Formen, da kommt die Tabletten- oder Spritzentherapie zum Tragen. Und was bedeutet denn die Tabletten- und Spritzentherapie? Wir haben hier die traditionellen Therapien, Fumarsäure, Ester, Methotrexat, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und wenn diese Therapien nicht gefruchtet haben oder es Kontraindikationen dazu gab, dann gibt es die klassischen oder neueren Antikörpertherapien, zielgerichtet auf die Immunzellen gerichtet. Und Sie sehen, überall, wo ich ein Knie dahinter gemalt habe, das wirkt auch bei der Psoriasis-Arthritis oder ist zugelassen. Da, wo ein Darm dahinter gemacht ist, wird auch benutzt bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Also wenn Patienten beides haben, was man ihnen nicht wünscht, was aber tatsächlich auch des Öfteren vorkommt, dann weiß man, dass man diese Mittel zur Therapie beider Erkrankungen einsetzen kann. Und da, wo überall so ein nettes Mädchen dahinter springt, das ist auch schon für Kinder zugelassen. Sie sehen also recht sichere Therapien, die auch für Kinder zugelassen sind. Das zur Psoriasis. Die Psoriasis-Arthritis ist sicherlich sehr häufig. Andere Autoimmunerkrankungen umfassen die Kollagenosen. Die Kollagenosen, das sind Erkrankungen, für die eine entzündlich-rheumatische Autoimmunerkrankung, die das Bindegewebe schädigen, die Gefäße schädigen. Diese können drei Formen annehmen, den Lupus erythematodes, die Dermatomyositis. Die sind oft an lichtexponierten Arealen und hier sollte man mit Licht besonders vorsichtig sein. Es könnte aber auch die Sklerodermie als dritter Partner dazukommen. Hier kann man Licht sicherlich einsetzen. Diese drei Erkrankungen haben aber alle drei in sich, dass sie auch eine Systemerkrankung sein können. Also auch andere Organe außer der Haut befallen können. Auch hier bedarf es wieder eines genaueren Hingucken. Und wir können direkt immer auf die Haut schauen, aber wir müssen interdisziplinär mit den Kollegen zusammenarbeiten, um in das Innere zu schauen. Wie gehen wir da strategisch vor? Als allererstes schauen wir uns die Klinik an. Wie sieht die Haut aus? Was berichtet der Patient, wann es aufgetreten ist? Wir nehmen eine Hautprobe und schauen uns den histologischen Schnitt an. Der histologische Schnitt wird ganz besonders gefärbt und je nach Muster kann man dem eine Erkrankung zuordnen. Dann schauen wir uns natürlich noch das Antikörperprofil im Blut an. Diese Schritte gehen wir einzeln durch, um
ein Bild zu bekommen, welche Erkrankung das ist. Und dabei ist es wirklich wichtig, diese Puzzeln gut zusammenzulegen. Weil wenn man wirklich, jetzt bildlich gesprochen, nur dieses Ohr sich betrachtet, dann könnte man auch denken, das ist ein Fächer. Nein, es gehört alles zusammen und dann wird uns klar, das ist ein Elefant oder eine spezielle Autoimmunerkrankung. Fangen wir an mit dem systemischen Lupus erythematodes. Der befällt am meisten die Haut und die Gelenke. Aber Sie sehen auch hier viele andere Organe, die beteiligt sind. Und wie sieht nun die Hautmanifestation beim Lupus erythematodes aus? Es gibt hier dieses klassische Schmetterlingserythem im Gesicht. Beim subakut-kutanen Lupus Rötungen, die auf einmal kommen, meistens in den lichtexponierten Arealen. Dann gibt es leider auch beim Lupus vernarbende Hautveränderungen, den nennt man den diskoiden Lupus. Der Lupus tumidus ist der tiefliegende Lupus, der kann auch tatsächlich Fett auffressen. Das wünscht man sich an der einen oder anderen Stelle gerne, aber in dem Falle natürlich nicht. Oder der Schilblein-Lupus, der aussieht wie kleine Frostbeulen. Bekanntes Beispiel für einen Patienten mit Lupus erythematodes ist der bekannte Sänger Seal, der auch einen vernarbenden Lupus erythematodes hatte. Also, Lupus erythematodes befällt die Haut und wir schauen uns die restlichen Organe an. Und hier möchte ich einen Satz zur Serologie, also zur Blutuntersuchung verlieren. Nicht jeder, der antinukleäre Antikörper hat, hat eine Autoimmunerkrankung. Ganz wichtig, es muss schon hochtitrig sein und es sollte tatsächlich auch noch eine weitere Klinik da sein. Weil viele Patienten sind aufgeregt, weil es zufällig irgendwann mal gemessen worden ist und sagen sich, ich habe eine Autoimmunerkrankung. Spezifischer sind diese Doppelstrang-DNA für einen Lupus erythematodes. Da gehe ich aber nicht weiter drauf ein. Die Dermatomyositis, auch eine entzündliche Autoimmunerkrankung, die einhergeht mit um die Augen ödematösen Veränderungen, also geschwollenen Hautveränderungen, im Dekolleté rötliche Veränderungen und Papeln oder rötliche Knötchen im Bereich der Handrücken. Aber damit nicht genug. Die Patienten haben eine Dermatomyositis, das heißt dermatologisch die Haut befallen, Myositis, aber auch die Muskeln befallen. Und die Patienten kommen oft die Treppe nicht hoch und das kann auch schon Kinder befallen. Ist deutlich seltener, aber daran muss man denken. Und ganz wichtig, auch eine Lungenbeteiligung ist möglich, weshalb wir die Pulmonologen da so dringend brauchen. Und das können wir mit CT eruieren, aber letztendlich zur Behandlung brauchen wir den Pulmonologen in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Wie behandeln wir nun Dermatomyositis und Lupus erythematodes? Das ist recht ähnlich. Am Anfang Cortison, das natürlich nicht auf Dauer, sondern nur kurzfristig, um den Schub abzufangen. Erhaltungstherapien sind eher solche Dinge wie Methotrexat oder auch mal Antimalariamittel wie Hydroxychloroquin. Ganz wichtig, UV-Schutz, Vitamin D substituieren. Und topische Therapien heißt eine Salbentherapie mit Cortisoncremes oder Tacrolimus. Kommen wir zur letzten Autoimmunerkrankung, die ich Ihnen heute vorstellen will, in diesem kurzen Ritt, die Sklerodermie. Die Sklerodermie, auch meistens Frauen befallen, wie bei den anderen Autoimmunerkrankungen auch, abgesehen bei der Psoriasis, da ist es gleichermaßen. Wie äußert sich diese? Die Sklerodermie klammert, verhärtet die Haut, dadurch reißt die Haut ein und es kommt zu solchen Erosionen, meistens in den Fingerspitzen. Das Zungenbändchen ist verdickt und die Patientinnen entwickeln so einen Tabaksbeutelmund, weil sie den nicht mehr so weit aufbekommen und sie haben Gefäßerweiterungen im Gesicht. Daran erkennen wir die Sklerodermie. Oftmals berichten die Patienten über solche weißen, absterbenden, in Anführungszeichen absterbenden Finger. Das kann aber auch bei Gesunden vorkommen. Also bitte jetzt nicht denken, nur weil sie dieses Phänomen im Winter haben, ist eine Sklerodermie. Auch hier ist es wichtig, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Auch hier kann eine Lungenfibrose entstehen oder eine pulmonal-arterielle Hypertonie, ganz abgesehen von den Gelenkschmerzen. Wie behandeln wir nun diese Sklerodermie? Hier ist ganz, ganz wichtig, Kälte meiden, Verletzungen meiden, Hautpflege durchführen. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo wir eine Lichttherapie ansetzen dürfen. Und ansonsten versuchen wir, gefäßerweiternd zu arbeiten mit Mitteln, die die Durchblutung fördern. So,
Dann kommen wir zum letzten Bild. Ich hoffe, ich konnte in einem Schnelldurchritt zeigen, dass wir hier Erkrankungen haben, die letztendlich durch die Haut sich sehr klar präsentieren und wir Dermatologen oft Wächter für diese Hautveränderungen sind, aber dass wir unbedingt daran denken, dass sie systemisch vorkommen können und dass wir uns Lunge, Gelenke, Niere und alles, was es sonst noch am Körper gibt, genauer anschauen müssen und uns beraten müssen, interdisziplinär. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und um die Lunge geht es jetzt im nächsten Vortrag von Professor Dr. Dirk Skovasch. Ja, ich glaube, es passt ganz gut jetzt. Nach der Dermatologie kommt die Pneumologie. Die Kollegin hat ja schon viel angesprochen. Ich habe schon viel gelernt. Es bleibt aber komplex. Und jetzt müssen wir gucken, wie der Pointer funktioniert. Jetzt die Sicht des Pneumologen. So, jetzt muss man, bevor wir über die Pathologie reden, erstmal lernen, was macht überhaupt eine Lunge. Es ist ein hochfaszinierendes Organ. Die Aufgabe der Lunge ist es, Sauerstoff in den Körper zu bringen und gleichzeitig Kohlendioxid rauszubringen. Das heißt, die Lunge bewegt tatsächlich 10.000 Liter Luft pro Tag. Und was Sie hier sehen, sind die kleinen Lungenbläschen, die für den Gasaustausch zuständig sind. Und wenn Sie die nebeneinander legen würden, hätten Sie ein Tennisplatz großes Feld. Also da ist die Haut dagegen ja recht klein, ne? Handtuch groß, und Sie sehen, die Lunge ist das wichtigste Organ wahrscheinlich. Sie sehen aber rechts im Bild noch ein bisschen mehr. Sie sehen, wie dann der Sauerstoff von den Alveolen, von den Blutbläschen in die Gefäße diffundiert. Rot ist das sauerstoffreiche Blut, das wird mit dem linken Herz in die Peripherie gebracht, sprich in die Organe, in die Beine, in den Kopf. Das heißt, das linke Herz muss viel arbeiten. Sie alle kennen den Blutdruck von 140 zu 90 mm Hg als Grenze. Und dann sehen Sie, wenn das Blut sauerstoffarm wieder zurückkommt, dann ist es blau. Und dann ist es Aufgabe des rechten Herzens, dieses Blut durch die Lunge zu pumpen, damit wieder Sauerstoff aufgenommen werden kann. Das heißt, das rechte Herz muss viel weniger Druck aufbauen und hat durchschnittlich einen Druckwert von 13, 14 mm Hg, maximal 20 und im pathologischen Fall eben deutlich mehr, wie Sie dann sehen werden. Über was wir nicht sprechen, über die Lungenfibrose war eben schon kurz Thema, dann auch über die Sarkoidose, über den Lungenhochdruck und auch über Volkskrankheiten wie COPD und KHK. So, falsche Richtung. Die interstitiellen Lungenerkrankungen sind ähnlich komplex wie rheumatologische Erkrankungen. Also es gibt 200 verschiedene Lungenfibrosen. Sie sehen hier gehighlightet die sogenannte idiopathische Lungenfibrose grün. Deswegen, weil es die häufigste ist, die wir auch besonders behandeln können, diese sehr schlechte Prognose hat. Bitte googeln Sie das nicht, wenn Sie Rheuma haben. Sie haben dann keine idiopathische Lungenfibrose, sondern Sie sind hier oben, interstitielle Lungenerkrankung bei bekannten Ursachen, zum Beispiel bei Kollagenosen. Oder hier oben die häufigste der seltenen Erkrankungen, die Sarkoidose. Und um das rauszukriegen, muss man so ein bisschen Diagnostik betreiben. Der Patient, der Mensch, fragt, ich habe Luftnot oder Husten. Und das, was der Arzt als erstes tun sollte, ist eine Auskultation. Das heißt, er soll die Lunge abhorchen. Und das ist nicht einfach, aber es gibt einen sehr typischen Befund, das ist das sogenannte Knisterrasseln. Das hört sich an wie ein Klettverschluss, den man öffnet. Das heißt, wenn der Arzt das einmal gehört hat, wird er es auch nicht mehr vergessen. Und weil das so wichtig ist und trotzdem immer übersehen wird, hat hier die Westdeutsche Gesellschaft für Pneumologie mal die Kliniken damit plakatiert vor 2 bis 3 Jahren. Und wer so ein Knisterrasseln hat, der kriegt dann als nächstes eine Lungenfunktion. Sie sehen, das funktioniert bei den meisten Hausärzten so. Man macht Ein- und Ausatemmanöver, die sogenannte kleine Lungenfunktion. Dann bekommt der Patient meist die 1-Sekunden-Kapazität. Also was kann der Patient, der Mensch in einer Sekunde ausatmen? Und wenn die normal ist, dann ist die Lunge meist nicht schwer betroffen. Wenn die vermindert ist, muss man genauer schauen. Und dann macht man die große Lungenfunktion, die sogenannte Bodyplate-Tomographie. Alle, die schon mal beim Lungenfacharzt waren, saßen schon mal in dieser Telefonzelle in der Kabine, und da kriegt man eben viel mehr Werte raus
und kann zwischen sogenannten obstruktiven und restriktiven Ventilationsstörungen unterscheiden, um dann im nächsten Schritt eine Bildgebung durchzuführen, also ein Röntgen oder noch besser direkt das CT, Dünnschicht-CT. Sie sehen, das ist hier ein Patient, das ist ein Bild aus den Leitlinien. In den Oberfeldern eine fast normale Lunge, schwarz ist immer Luft und diese weißlichen Punkte sind Gefäße und Bronchien. Und je mehr man dann nach unten wandert, desto weißer, retikulärer sieht die Lunge aus. Das ist eine typische Lungenfibrose. Man nennt das hier Honigwabenmuster, weil es eben so aussieht wie eine Honigwabe. Und das ist ganz typisch, dass die oberen Lungenabschnitte relativ gesund sind und die unteren relativ verändert. Und man weiß an der Stelle natürlich noch nicht, welche Erkrankung dahinter steckt, sondern muss verschiedene Dinge durchführen. Also die Patienten, die zu uns kommen, die haben eine Fibrose und wir schauen dann, was ist die Ursache? Ist es eine Medikamentenursache? Ist es vielleicht ein Rheuma? Die Patienten, die aus der Rheumatologie, aus der Dermatologie haben eine Grundkrankheit und wissen, sie haben von 10-50% für eine Lungenfibrose. Also wenn wir nichts wissen, dann empfiehlt die Leitlinie an dieser Stelle die Durchführung von serologischen Tests, um rheumatologische Erkrankungen zu identifizieren. Und das machen wir nicht bei allen gleich, sondern wir fragen dann den Valentin Schäfer, was sollen wir denn machen? Verdacht auf systemische Sklerose, Anti-SCL70, Anti-RNA-Polymerase, Anti-Jo1, also viele, viele Antikörper, die man hier bestimmen kann und im Einzelfall auch bestimmen muss, um erstmal die Erkrankung zu identifizieren. Denn die Therapie dieser Erkrankungen, also dieser Lungenbeteiligung bei rheumatologischen Erkrankungen, ist immer die Therapie des Rheumas. Und das ist recht komplex, schauen Sie gar nicht so genau hin. Das ist das, was wir alles tun müssen. Wir müssen manchmal bronchoskopieren, wir führen dann eine sogenannte Lavage aus durch oder eine Biopsie, um dann die genaue Diagnose zu stellen. Das Allerwichtigste dabei ist, dass durch die Durchführung einer sogenannten multidisziplinären Konferenz. Das heißt, wir sitzen tatsächlich jeden Dienstag zusammen, gestern 15:30 Uhr, also immer jeden Mittwoch natürlich in dem Fall, und besprechen mit dem Radiologen, der uns die Bilder zeigt, mit dem Rheumatologen, der versucht, die Grunderkrankung einzuordnen, mit dem Pneumologen, manchmal mit dem Pathologen oder auch mit dem Thoraxchirurgen zusammen und versuchen, uns auf eine Diagnose zu einigen und dann bestmöglich zu therapieren. Und das ist nicht nur die rheumatologische Erkrankung, die man behandeln muss, sondern es ist manchmal eine antifibrotische Therapie. Und das ist wirklich was Neues. Das gibt es für diese idiopathische Lungenfibrose in der Pneumologie schon seit 6-7 Jahren und jetzt seit 2 Jahren relativ neu auch bei rheumatologischen Erkrankungen und hier insbesondere für die Systemsklerose Nintedanib als antifibrotische Substanz. Und schauen Sie nur links oben das Bild, das ist hier die wissenschaftliche Studie bei genau diesen Patienten und die hellblauen Patienten sind das sind die, die Placebo hatten, also kein echtes Medikament, die verlieren ungefähr 100 Milliliter Lungenfunktion pro Jahr. Klingt gar nicht so viel, aber wenn Sie noch 5 Jahre warten, ist das ein halber Liter Luft. Und wenn Sie die mit dieser antifibrotischen Therapie therapieren, dann verlieren Sie nur die Hälfte. Das heißt, über 5 Jahre gewinnt man im Schnitt 250 Milliliter dazu. Das sind sehr teure Therapien, werden sehr individuell verordnet und immer in diesem multidisziplinären Board besprochen. Ich komme zum zweiten, zur Sarkoidose. Das sind manchmal ganz ähnliche Bilder bei der Lungenfibrose. Und hier ist es besonders wichtig, immer eine Biopsie zu erhalten. Also man macht eine Bronchoskopie, eine Lungenspiegelung über Mund oder Nase. Der Patient schläft natürlich dabei. Dann gehen Sie in die Lunge rein und versuchen, eine Probe zu kriegen. Der Pathologe hat dann solche Bilder und sagt, es ist eine nicht verkäsende Granulomatose, vereinbar mit einer Sarkoidose. Und bronchoskopisch, endoskopisch sieht man manchmal solche weißlichen Veränderungen. Dann ist es relativ simpel, da eine Biopsie zu erreichen. Manchmal ist es aber auch etwas schwieriger und man braucht zum Beispiel diese Lavage, also die Lungenspülung. Und dann sagt der Pathologe, Mensch, da sind viele Lymphozyten drin, das ist eine Sarkoidose oder es ist eben eine andere Erkrankung. Es können entzündliche Erkrankungen sein, es können andere rheumatologische Erkrankungen sein etc. Und das, was die Sarkoidose von anderen Lungenfibrosen wirklich unterscheidet, sind die Lymphknoten. Also Sie sind jetzt schon fast Profis im Lesen von CTs und alles das, was hier grau hinterlegt ist, das ist Lymphknotengewebe.
Es gibt eine Methode, die heißt EBUS, endobronchialer Ultraschall. Dann können Sie sich hier den Lymphknoten darstellen und Sie können sich die Gefäße darstellen, in dem Fall blau. Und dann sehen Sie hier von rechts oben nach links unten die Nadel, die aus dem Bronchoskop rauskommt. Und dann kann man unter Sicht ganz gezielt hier Gewebe gewinnen und durch den Pathologen untersuchen lassen. So, das ist dieses kleine possierliche Tierchen ist natürlich das Chamäleon. Sarkoidose ist das Chamäleon der inneren Medizin, weil es eben nicht nur die Lunge befällt, sondern im Prinzip jedes Organ befallen kann. Das ist die Haut, Auge, Nerven, Knochen, Milz etc. Oder was hier fehlt, ist das Herz. Das ist die sogenannte PET-CT-Untersuchung. Da sehen Sie, das Herz leuchtet, weil es sehr stoffwechselaktiv ist. Das hier am Anfang der Diagnostik und nach 6 Monaten Cortisontherapie dann nicht mehr ganz so intensiv. Und das sind Erkrankungen, die durchaus gefährlich sein können. Deswegen ist diese Diagnostik wichtig. Das ist übrigens eine sehr relativ teure Diagnostik. Und was wir jetzt sehr neu haben seit 2 Monaten, ist die sogenannte ASV hier am UKB, also eine ambulante spezialärztliche Versorgung, um verschiedene Disziplinen einfacher an einen Tisch zu kriegen, schnellere Termine zu kriegen und auch diese teuren Untersuchungen nachher ambulant abrechnen zu können. Und auch hier gibt es Empfehlungen der Fachgesellschaften, an denen wir beteiligt waren. Dritter Punkt, Lungenhochdruck. Hat die Kollegin aus der Dermatologie eben auch schon erwähnt, wie kommt man darauf? Der Patient kommt wieder mit Luftnot und da macht man erstmal einen Herzultraschall. Das ist eine einfache Untersuchung, Sie haben eben viele Bilder gesehen. Bei den Sklerodermie-Patienten, bei den Kollagenose-Patienten ist ganz klar, man sollte einmal im Jahr ein Screening-Verfahren durchführen, also einmal im Jahr den Herzultraschall, weil der Lungenhochdruck wahnsinnig gefährlich ist in dieser Gruppe, wenn man ihn nicht behandelt und man ihn auf der anderen Seite wirklich gut behandeln kann. Das hier ist ein Herzultraschall. Sie sehen die beiden Herzhälften. Ich hatte Ihnen gesagt, das linke Herz ist normalerweise größer, stärker, weil es eben diesen Blutdruck von 140 zu 90 aufbaut. Hier rechts im Bild und links im Bild ist das rechte Herz normalerweise nur ein Drittel mal so groß wie das linke Herz, aber hier deutlich vergrößert als Zeichen für einen Lungenhochdruck. Und dann braucht es im nächsten Schritt einen Rechtsherzkatheter. Sie sehen, das sind so Einschwemmkatheter. Man muss also durch die Vene diesen Katheter einbringen und dann schwimmt der mit dem Blut durch die Herzkammern in die Pulmonalarterie und dann misst man einfach den Druck hier. Den kann man nicht von außen so einfach messen wie den normalen Blutdruck, sondern es braucht diese invasive Diagnostik. Und das hier ist ein Beispiel eines Patienten, der einen Lungenhochdruck von 74 mm Hg hat. Ich hatte eben gesagt, bis maximal 20 ist es normal oder ab 20 schon erhöht. Und dann kann man diese Patienten wirklich gezielt therapieren. Ja, ungefähr einer von 10 Patienten mit Sklerodermie entwickelt einen Lungenhochdruck. Deswegen ist es eben so wichtig zu screenen mittels Herzultraschall. Wird heute immer noch leider oft zu spät erkannt. Und der letzte Punkt, auf den ich kommen möchte, sind die Volkskrankheiten, COPD, KHK. Das heißt, nicht jeder Patient mit einer Rheumaerkrankung hat Fibrose oder Lungenhochdruck, sondern manche haben eben das, was viele in Deutschland haben, der Herzinfarkt. Das sind in Deutschland jedes Jahr 300.000 Patienten, die das erleiden. Sie haben eben schon viele Bilder gesehen. Es ist letzten Endes eine Verstopfung, eine Verengung der Herzkranzgefäße und irgendwann geht das Gefäß zu. Patient kriegt Schmerzen, hat einen Herzinfarkt und man muss schnell reagieren. Wo kommt es her? Sie wissen, klassische Risikofaktoren: Rauchen, Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, hoher Blutdruck, Zuckerkrankheit, auch Stress. Aber Sie haben es schon gehört, auch das Rheuma ist ein Risikofaktor, weil es eben eine systemische Inflammation ist, eine systemische Entzündung und das Risiko für den Herzinfarkt liegt roundabout bei dem 2- bis 3-fachen über alle rheumatologischen Erkrankungen hinweg. Und wenn man eine Zahl bei Lupus-Patientinnen sucht, dann ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, 52-fach gesteigert. Also das heißt, diese Menschen sollen natürlich auch darauf achten, was man tun kann. Erstens Prävention.
Das heißt, zum Beispiel nicht rauchen. Wir wissen aus vielen Daten, dass Rheumapatienten mehr rauchen als Nicht-Rheumapatienten. Versteht man auf den ersten Blick nicht. Ist leider so, also bitte mit dem Rauchen aufhören oder gar nicht anfangen. Auch die anderen Risikofaktoren einstellen. Das zweite ist, wenn Sie Beschwerden haben, also klassisch den Druck auf der Brust, ausstrahlend in linken, rechten Arm oder auch in den Rücken, dann an den Herzinfarkt denken und die 112 wählen. Das heißt, man fährt nicht selber mit dem Auto in die Klinik, man wartet nachts nicht auf den nächsten Morgen, man wartet am Wochenende nicht auf Montag, sondern das ist ein Notfall, Herzmuskelgewebe geht unter, 112 und ab in eine Klinik mit Herzkatheter. Die zweite Volkskrankheit, die auch eine systemische Entzündung ist, ist die COPD. Also Volksmund sagt die Raucherlunge. Was heißt COPD? C steht für chronisch, O für obstruktiv, also die Atemwege sind verengt. Dann wird es Englisch Pulmonary Disease. Und das ist eine Erkrankung, die ja natürlich was mit Rauchen zu tun hat, aber auch vielleicht was mit der rheumatoiden Arthritis. Das ist eine Übersichtsarbeit aus dem letzten Jahr hier aus der Gruppe von Valentin Schäfer, die mal bei rheumatoider Arthritis, Psoriasis, Arthritis etc. geguckt hat, was gibt es denn für Lungenbeteiligung. Und nur im roten Kasten sehen Sie, 6,9% dieser Patienten entwickeln eine COPD. Nicht nur, weil sie geraucht haben, sondern auch, weil sie rheumatoide Arthritis haben. Und jetzt schließt sich der Kreis, wir kommen auf die Lungenfibrose. 7 bis 91% der Patienten haben auch eine Lungenfibrose, je nachdem, wie man schaut. Wenn ich nur symptomatische Patienten anschaue, dann finde ich im CT in 91% der Fälle Veränderungen. Wenn ich auch asymptomatische dazu nehme, in 33% der Fälle. Das heißt, dann finde ich natürlich Frühformen, wo der Patient vielleicht noch nicht so viele Beschwerden hat, aber trotzdem schon Veränderungen. Das ist so ein Beispiel aus der Klinik, ausgeprägte Lungenfibrose. Dieser Patient kriegt dann die rheumatologische Basistherapie plus die antifibrotische Therapie mit dem Nintedanib. Und diese Arbeit fasst eigentlich den ganzen Vortrag nochmal zusammen. Was soll man diagnostisch tun? Nicht nur bei den Patienten mit rheumatoider Arthritis, sondern eben auch bei den anderen. Es geht darum, eine genaue Anamnese zu erheben, was für Beschwerden, Husten, Auswurf, Atemnot, Raucheranamnese, dann die Lungenauskultation mit diesem typischen Knisterrasseln, also Geräusch wie ein Klettverschluss, der aufgeht. Dann die Lungenfunktionen, am besten Bodyplethysmographie in der Telefonzelle, Belastungstest, die ganzen Rheumafaktoren und weitere serologische Tests und dann Bildgebung mit CT im Hinblick auf Lungenfibrose, Echo im Hinblick auf Lungenhochdruck und dann muss im multidisziplinären Team diese Diagnose gestellt und therapiert werden. Ich darf also zusammenfassen, schieben Sie Luftnothusten nicht auf Alter oder Trainingszustand, sondern lassen Sie es abklären. Bei Rheumaerkrankungen sollte an die Lungenbeteiligung gedacht werden, insbesondere an die Lungenfibrose. Bei den Kollagenosen haben wir in 10% der Fälle Lungenhochdruck, den man screenen sollte, einmal im Jahr Herzultraschall. Und es muss nicht immer Fibrose oder Lungenhochdruck sein, sondern man kann auch häufige Erkrankungen von Herz und Lunge haben, die man nicht vergessen darf. Und auch wir sind noch nicht fertig mit dem schönen Gebäude, aber das hier, die Baustelle gegenüber, das wird das neue Lungenzentrum irgendwann in 2 Jahren, sieht es dann so aus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Jetzt haben wir den letzten Vortragenden. Da geht es um das Thema Orthopädie, quasi Rheuma-Orthopädie mit Privatdozent Dr. Randau. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ja, ich darf Ihnen also als Letzter in der Reihe ein bisschen was zum orthopädischen Aspekt der rheumatologischen Erkrankung erzählen. Natürlich insbesondere zu dem Thema, wann muss man operieren und was kann man da machen. Ja, es ist vielleicht so gewollt, dass der Orthopäde dann immer erst ganz am Schluss dazu kommt. Aber auch mir ist natürlich die interdisziplinäre Verknüpfung mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier extrem wichtig. Und das ist definitiv keine One-Man-Show. Und ich glaube, das ist auch die Nachricht, die wir vor allem hier heute mit transportieren wollen.
Ich habe Ihnen mal ein Fallbeispiel hier mitgebracht. Das ist ein 66-jähriger männlicher Patient, dem tun die Hüften auf beiden Seiten weh. Das hat er seit mehreren Wochen morgens und bei längerer Belastung, kommt also schlecht aus dem Bett. Und das Gelenk fühlt sich zwischendurch auch mal warm und dick an und ansonsten geht es dem Patienten gut. So, und wir sagen in der Medizin manchmal so ein bisschen flapsig, wenn man Hufgetrappel hört, dann sind das hierzulande in der Regel Pferde und keine Zebras. Also häufige Dinge sind häufig und seltene Dinge sind selten. Und dieses Fallbeispiel ist tatsächlich ein sehr häufiges und ich sehe jeden Tag sehr viele Patienten, die sowas haben. Und die haben in der Tat kein Rheuma, sondern die haben in der Regel einen Gelenkverschleiß, eine Arthrose. Dann sieht das Röntgenbild zum Beispiel so aus. Sie sehen hier eine Röntgenaufnahme von beiden Hüften und Sie sehen, dass Sie zwischen Hüftkopf und Hüftpfanne fast nicht mehr durchgucken können, dass also hier die Knochen aneinander reiben. Und die Hüftgelenke sind davon häufig betroffen, weil sie einfach sehr große Gelenke sind und das ganze Körpergewicht jeden Tag mit jedem Schritt durch die Gegend bewegen müssen und deshalb verschleißen die im Laufe des Lebens. Und auch sowas haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das ist eine Hüftgelenksendoprothese auf beiden Seiten implantiert. Damit ersetzt man die Gleitfläche des Gelenkes mit dem entsprechenden Implantat und die allermeisten Patienten kommen damit sehr gut zurecht und sind sehr zufrieden damit und freuen sich, dass sie sich wieder bewegen können und morgens wieder aus dem Bett kommen. Aber man darf eben vor lauter Pferden nicht vergessen, dass ab und zu doch mal auch ein Zebra unterwegs ist und nicht die Arthrose die einzige Ursache für Gelenkbeschwerden ist. Und es gibt eben viele andere Dinge, die ein Gelenk auch kaputt machen können. Das können zum Beispiel Medikamentennebenwirkungen sein, die auf den Knochen gehen, die einen Knochen kaputt machen und zu einer Nekrose im Knochen führen. Das können Infektionen sein, die ein Gelenk und den Knorpel lösen. Andere Gelenkerkrankungen, Arthropathien sein und darüber wollen wir uns eben heute unterhalten. Zur Begriffsdefinition, mein Kollege Valentin Schäfer hat vorhin ja noch gesagt, der ganze degenerative Bereich gehört eben nicht zum Rheuma. Deshalb unterscheidet man im deutschen Sprachgebrauch auch einmal zwischen dem Begriff der Arthrose, also Arthron ist altgriechisch für das Gelenk und Arthrose bedeutet also jeder krankhafte Zustand das Gelenk betreffend. Und im Deutschen hat sich eingebürgert, dass die Arthrose eben für alle mechanischen Verschleißerkrankungen gebraucht werden und eben das mechanische Problem adressieren. Dann gibt es eben die Arthritis und diese Nachsilbe Itis zeigt in der Medizin immer, dass wir es irgendwie mit Entzündung zu tun haben, mit Inflammation oder mit Infektion. Und die Arthritis ist eben dann die Gelenkentzündung. Und in der rheumatoiden Arthritis oder in der Psoriasis Arthritis steckt eben genau dieser Begriff drin. Und wir sehen, wir reden also über eine entzündliche Veränderung. Idealerweise ist es so, dass ein Patient, der rheumatologisch therapiert wird, über Verhaltensmaßnahmen, über Physiotherapie, über konservative Maßnahmen, über seine Medikation in das Gelenk. Das heißt, die Erkrankung kommt zur Ruhe, der Entzündungsreiz geht immer weiter zurück und hoffentlich bleiben keine dauerhaften Folgen. Es gelingt aber leider nicht immer. Trotz bester Therapie und trotz aller interdisziplinären Zusammenarbeit gibt es immer wieder Fälle, wo es eben doch nicht in eine Remission geht, sondern ein Gelenk kaputt geht. Und im Kölschen Grundgesetz sagt man so ein bisschen, et güt wie et güt. Und wenn es eben soweit kommt und eine Gelenkdestruktion eintritt, spätestens dann ist eben der Orthopäde gefragt. Wenn es um die operative Therapie geht, dann muss man eben einteilen, wie geschädigt ist denn das Gelenk schon und wie kaputt ist es denn. Insgesamt sehen wir einen deutlichen Rückgang in der Notwendigkeit, bei Rheumapatienten zu operieren. Das war vor 10 oder 15 Jahren noch ganz anders. Da konnte man sich als orthopädischer Rheumatologe noch chirurgisch sehr vielfältig betätigen und insbesondere auch sehr viel gelenkerhaltende chirurgische Maßnahmen anbieten. Zum Beispiel haben wir entzündliches Gewebe aus den Gelenken, aus den Sehnenscheiden chirurgisch entfernt, also die Sehnenscheide eröffnet, ausgeräumt und wieder vernäht oder ein Gelenk aufgemacht, das ganze entzündliche Gewebe herausgeräumt und das Gelenk wieder geschlossen. Tatsächlich ist es so, dass durch die modernen Rheuma-Medikamente, die wir heutzutage zur Verfügung haben, das immer, immer seltener notwendig wird und diese ehemals typischen rheumachirurgischen Eingriffe in der Häufigkeit extrem zurückgegangen sind. Und das darf man als großen Erfolg werten, weil es eben dank der modernen Medikation einfach nicht mehr notwendig ist. Wir sehen aber, dass trotzdem ein Teil von Patienten irgendwann eine Destruktion, also ein kaputtes Gelenk hat. Und deshalb sehen wir auch bei Rheumapatienten bisher keinen wesentlichen Rückgang in der Notwendigkeit,
Patienten mit einem Kunstgelenk, mit einer Endoprothese zu versorgen. Das heißt, es bleibt immer noch ein Teil von Patienten, die eben eines Gelenkersatzes bedürfen. Und je nach Stadieneinteilung, je nachdem, wie kaputt das Gelenk ist, muss man eben gucken, kann man das noch retten, kann man das noch erhalten und gelenkerhaltend vorgehen oder muss man es eben entsprechend ersetzen. Der Erfolg der Operation beginnt eigentlich, lange bevor man in den OP-Saal geht. Und ganz wichtig ist, dass man gerade bei Rheuma-Patienten auf eine präoperative Optimierung achtet. Das heißt, man muss gucken, dass der Patient aktuell keine anderen Infektionen, keine anderen Entzündungsherde irgendwie hat. Gerade wenn man eine immunmodulierende Medikation einnimmt, also ein Biologikum, ein Antikörper oder Methotrexat oder was in der Art, besteht eine gewisse Infektanfälligkeit. Da sollte man vorher gucken, dass das sicher ausgeschlossen ist. Man muss ein bisschen aufpassen, gerade bei den systemisch entzündlichen Erkrankungen, nicht so sehr bei der rheumatoiden Arthritis, aber beim systemischen Lupus zum Beispiel und auch bei anderen Kollagenosen ist ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel, für Thrombosen gegeben. Auch das muss man wissen und eben beachten. Man sollte vorher die Blutwerte gut anschauen. Rheumapatienten neigen dazu, etwas schlechteren roten Blutfarbstoff zu haben. Und wenn es in eine Operation geht, braucht man so viel Blut, wie man eben haben kann. Und das kann man vor der Operation verbessern und optimieren. Wir haben hier in der Uni Bonn das sogenannte Patient Blood Management, wo wir eben versuchen, die Patienten mit möglichst guten Werten ins Rennen zu schicken. Wenn es dann an die OP-Planung geht, dann sagt man so ein bisschen Start with the Winner, also die Gelenke als erstes versorgen, die dem Patienten den meisten Benefit bringen. Das sind in der Regel die großen Gelenke. Man sagt proximal vor distal, also körpernah vor körperfern. Das bringt Ihnen als Patient relativ wenig. Wenn man den großen linken Zeh gut versorgt hat, aber die Hüfte noch wehtut, dann können Sie immer noch nicht laufen. Deshalb fängt man eben mit denjenigen Gelenken an, die körpernah und groß sind. Beine haben Priorität, weil Sie die jeden Tag brauchen zum Hin- und Herlaufen. Und für die Mobilität und es eben ansonsten zu Rollstuhl oder Bettlägerigkeit kommt. Leider muss man sagen, dass trotz aller Vorbereitung das Risiko für allgemeine Komplikationen rund um eine Operation bei einem Rheumapatienten trotzdem deutlich erhöht ist. Ungefähr 1,6 bis 3,2-fach für zum Beispiel kardiale Ereignisse, also für Herzinfarkte oder für Thrombosen im Bereich des Herzens bei Rheumapatienten. Also man braucht das interdisziplinäre Team dazu. Man muss sich vorher genau angucken, welche Medikamente nehmen Sie als Rheumapatient, welche können für eine Operation weitergegeben werden, welche müssen gegebenenfalls umgestellt oder abgesetzt werden. Cortison wird normalerweise weitergegeben, so niedrig wie möglich, nicht extra viel nochmal vor der Operation oder rund um die Operation dazugeben. Als unkompliziert gelten diese klassischen immunmodulierenden Medikamente wie Methotrexat und Sulfasalazin, die werden einfach fortgeführt, weil die auch eine sehr, sehr lange Wirksamkeit haben und ein Absetzen 2-3 Wochen vor der OP in der Regel überhaupt keine Einflüsse auf den Spiegel hat. Bei anderen Basismedikamenten sollte man sie pausieren oder absetzen, das Cyclosporin zum Beispiel. Manche kann man auch ausschwemmen mit anderen Medikamenten. Bei den neuen Biologicals fehlen ehrlich gesagt noch viele wirklich valide Daten und viel von dem, was empfohlen wird, basiert auf Erfahrung und auf dem, was Experten glauben. Insgesamt sagt man bei den Biologicals in den ersten 6 Monaten möglichst wenig daran herumändern und auch eine OP möglichst nicht in den ersten 6 Monaten der Therapie durchführen. Und nach diesem Intervall sollte man die ungefähr 1 bis 2 Halbwertszeiten vor der OP absetzen. Das heißt normalerweise so 2, 3, 4 Wochen vorher pausieren, je nachdem, welches Präparat das ist. Behandelt wird immer im Team. Wenn Sie als Rheumapatient sich in operative Behandlung begeben, sollte der Rheumatologe darüber Bescheid wissen und auch Mitglied des Behandlungsteams sein. Und man sollte eben auch mit dem Rheumatologen gemeinsam besprechen, was ist geplant, was wird abgesetzt, was wird weitergegeben, wie kann ich noch Risiken weiter minimieren. Für den Operateur ist es dann ganz wichtig, habe ich denn das richtige Implantat, habe ich die richtigen Dinge im Haus, um diesen Rheumapatienten auch zu versorgen. Die Knochenstruktur kann verändert sein, die Gelenkstruktur kann verändert sein und man braucht eben die richtigen Werkzeuge und das richtige Material, um das auch vernünftig zu machen. Und habe ich auch einen Plan B, falls das nicht aufgeht? Habe ich auch was im Haus, was ich benutzen kann, falls mein initialer Plan nicht funktioniert? Dabei ist die Erfahrung des Operateurs natürlich essentiell wichtig, aber auch die Erfahrung des Anästhesisten zum Beispiel, dass der eine Narkose macht, die mit ihrer Erkrankung kompatibel und vereinbar ist. Nach der Operation ist es wichtig, auf die Wundheilung zu gucken. Viele von den Rheumamedikamenten stehen im Verdacht, Wundheilungsstörungen zu verursachen und Wundinfekte zu begünstigen.
Und auch da sollte ein Rheumatologe greifbar sein, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mal gezeigt, was man endoprothetisch, also gelenkersetzend heutzutage so machen kann, einfach weil es eben die häufigeren Eingriffe sind. Das sind zum Beispiel Bilder an der Hand. Ganz links sehen Sie eine Versteifung des Handgelenkes. Auf der rechten Seite sehen Sie verschiedene Varianten von Handgelenksprothesen. Und Sie sehen darunter auch, die Komplikationsrate ist relativ hoch. Also 6 bis 47% dieser Implantate machen irgendwann Komplikationen. Bei den alten Implantaten bis zu 100%. Da sehen Sie schon, prothetischer Ersatz des Handgelenkes ist nicht so sehr erfolgsversprechend. Und deshalb ist es nach wie vor so, dass die Versteifung des Handgelenkes eigentlich die bevorzugte Therapie ist. Und tatsächlich ist ein in Funktionsstellung versteiftes Handgelenk auch noch relativ gut benutzbar. Und deshalb ist der Mehrgewinn eines beweglichen prothetischen Gelenkes gar nicht so groß und die Komplikationen eben relativ häufig. Das Gleiche gilt für die kleinen Fingergelenke. Herr Schäfer hat ja vorhin erzählt, bei der rheumatoiden Arthritis sind die Finger häufig beteiligt und viele Patienten klagen über Schmerzen in den Fingergelenken. Und da ist viel Technik versucht worden und viele Dinge ausprobiert worden und so ein richtig tolles Implantat für kleine Fingergelenke ist eigentlich nach wie vor nicht gefunden. Und deshalb gilt auch hier, dass die Versteifung der sicherste Weg ist, um die Beschwerden, die Schmerzen loszuwerden und trotzdem eine halbwegs sinnvolle Funktion zu haben, weil eben all diese Spacer und Kunstgelenke an den Fingergelenken sehr hohe Komplikationsraten haben. Am Ellbogen funktioniert das schon besser, aber man muss hier ganz klar sagen, je mehr Anspruch der Patient an seinen Ellbogen hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ellbogenprothese im Laufe der Zeit versagt. Der Ellbogen ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass man gucken muss, welches Implantat suche ich für meinen Patienten aus. Ein Rheumapatient profitiert davon, wenn ich dem Ellbogen eine gute Stabilität gebe, weil ich mich auf die Weichteile drumherum nicht mehr verlassen kann. Profitiert davon, wenn ich diese Prothese mit Knochenzement befestige, damit sie wirklich gut in dem Knochen hält. Trotzdem darf man zum Beispiel mit einer Ellbogenprothese nichts tragen, was schwerer als 5 Kilo ist, weil diese Last einfach auf diesem kleinen Gelenk nicht gut hält. Deshalb kommen junge Patienten in der Regel schlechter damit zurecht als ältere Patienten, die eben weniger Anspruch an das Gelenk haben. Wenn es hauptsächlich darum geht, ich möchte es bewegen können und ich möchte quasi die Mobilität des Armes erhalten, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Noch besser wird es dann, wenn die Gelenke noch größer werden. Schulter- und Sprunggelenk, das ist schon relativ gut etabliert, nicht nur im Bereich der Rheumatologie oder Rheumapatienten, sondern auch für Arthrosepatienten wird das eingesetzt. Für die Sprunggelenksprothesen gilt es ein bisschen wie für die Ellbogen auch. Je jünger der Patient ist, je mehr Anspruch er daran hat, je mehr Belastung die Prothese hat, desto eher können die versagen. An der Schulter funktioniert die Endoprothetik heutzutage ehrlich gesagt schon sehr gut. Und Sie sehen, hier sind die Komplikationsraten auch schon im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das heißt, das sind schon Verfahren, die man relativ gut und sicher anbieten kann. Wenn es jetzt um die großen Gelenke geht, Hüfte und Knie, dann darf man eigentlich heutzutage sagen, funktioniert der endoprothetische Gelenkersatz für den Rheumapatienten genauso gut wie für den Arthrosepatienten. Man muss ein bisschen auf die Implantate aufpassen, gucken, dass ich das richtige Implantat für den richtigen Patienten aussuche und eben die Knochendefekte mit adressiere. Die Rheumaerkrankungen tendieren dazu, auch den Knochen aufzufressen und anzugreifen. Das muss ich mit dem Implantat entsprechend adressieren. Das heißt, der Operateur muss das wissen, muss die richtigen Sachen im Schrank haben und das Richtige für sie aussuchen. Und über das Komplikationsmanagement, dass Sie eben einen Spezialisten aus den anderen Fachdisziplinen greifbar haben sollten, das haben wir, glaube ich, jetzt oft und viel erwähnt. Das Outcome, also das Endergebnis, ist insgesamt in den Studien etwas schlechter für Rheumapatienten als für Arthrosepatienten. Das liegt aber im Wesentlichen dafür, dass eben das perioperative Risiko höher ist. Das heißt, Sie haben als Rheumapatient leider eben ein höheres Risiko, dass irgendwas rund um die OP nicht ganz so läuft. Wenn man das rausrechnet und eben guckt, die Patienten, bei denen alles gut gegangen ist, wie geht es denen im Vergleich zu Arthrosepatienten, dann kommt man eigentlich mehr oder weniger auf das gleiche Ergebnis. Also wenn Sie durch die OP ohne Komplikationen durchgegangen sind, dann ist das Endergebnis am Ende eigentlich schön. Wie können Sie das Ergebnis möglichst gut machen? Wie können Sie das Risiko reduzieren, indem Sie in eine Klinik gehen, die viel von solchen Eingriffen macht, weil Übung macht den Meister, und indem Sie sich an einen erfahrenen Operateur wenden, also das von jemandem versorgen lassen, der sich auch mit Rheumapatienten und insbesondere mit Gelenkersatz sehr gut auskennt. Ich habe Ihnen zum Abschluss noch ein Fallbeispiel hier mitgebracht. Das ist eben ein Patient mit einer Ellbogen,
Beteiligung bei einer rheumatoiden Arthritis. Und Sie müssen sich das vorstellen, er hat beide Ellbogen mehr oder weniger wackelsteif gehabt. Das heißt, der Patient kam und konnte so und gar nichts anderes mehr. Und das können Sie sich überlegen, da können Sie eigentlich nichts mehr machen. Sie können sich nicht mehr kämmen, Sie können nicht mehr essen, Sie können sich im Bad nicht mehr versorgen. Der Patient war eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen und konnte fast nichts mehr alleine machen und wollte einfach seinen Ellbogen wieder bewegen. Und wir haben erst die rechte Seite und dann die linke Seite versorgt, nicht in einem Eingriff, sondern in zwei Eingriffen. Wir haben uns für eine vollgekoppelte und einzementierte Prothese entschieden, die auch in dem Knochen sehr, sehr gut gehalten hat. Und das ist der Patient kurze Zeit nach der Versorgung von dem ersten Arm. Ja, und der kann den jetzt wieder sehr schön bewegen, also was vorher im Grunde mehr oder weniger steif war, sehen Sie, er kann ihn wieder deutlich über die 90 Grad bewegen und fast ausstrecken. Das reicht, um zu essen, das reicht, um sich zu kämmen, das reicht, um sich zu waschen. Und der Mehrgewinn an Lebensqualität für diesen Patienten ist immens gewesen und enorm gewesen. Und er hat sich extrem gefreut. Und gerade das ist eben ein Beispiel dafür, wie man einem Rheumapatienten durch einen Gelenkersatz wirklich ein Stück Lebensqualität zurückgeben kann. Als Fazit also, es ist immer ein interdisziplinärer Ansatz. Das Prä- und das perioperative Management ist ganz wichtig. Knie, Hüfte, Sprunggelenk, Schulter, das sind etablierte Verfahren. Bei den kleineren Gelenken sollte man eher kritisch zu einer Endoprothese stehen. Insgesamt haben Sie leider als Rheumapatienten erhöhte Risiken im Vergleich zu Arthrosepatienten, aber die können Sie minimieren, indem Sie eben in einem großen Zentrum und von erfahrenen Teams betreut werden. Vielen Dank. Ja, wir kommen nun zu den Fragen, die uns gestellt wurden, vorab an die Redaktion. Ich lese die einfach jetzt der Reihe nach vor und die Experten werden dann die Fragen beantworten. Wie gesagt, die Fragen für den Dr. Schäfer, die werden wir dann im Anschluss per Mail beantworten. Ich starte mit der ersten Frage. Wie kann ich die Ursachen für schmerzhaft geschwollene Fingergelenke herausfinden, die keine entzündliche Ursache haben? Die Frage kommt von einer Dame eines Sarkoidose-Netzwerks. Die würde ich jetzt an den Dr. Randau geben. Ja, vielen Dank. Sehr gute Frage und natürlich auch tatsächlich ein sehr alltägliches Problem. Und da sieht man, dass nicht jeder Patient, der Rheuma hat oder eine rheumatische Erkrankung hat, automatisch auch alle anderen Erkrankungen auf das Rheuma zurückführen kann. Man kann auch Rheuma haben und trotzdem eine Polyarthrose der Finger, also einfach einen Verschleiß der Fingergelenke. Und in der Regel wäre das eben eine klassische Aufgabe für mich als Rheumaorthopäden, sie dann als Patientin mit zu untersuchen, entsprechende klinische Befunde zu erheben, entsprechende Bildgebung zu veranlassen, also Röntgenbildgebung oder MRT-Bildgebung, je nachdem, was man braucht, und dann zu gucken, was kann man dagegen tun, konservativ, interventionell oder eben sogar operativ. Und wir unterhalten bei uns im Klinikum eben sowohl eine rheumaorthopädische Sprechstunde als auch eine Handsprechstunde. Und in diesen Bereichen arbeiten wir dann noch innerhalb unserer Abteilung noch interdisziplinär zusammen. Und das ist eben genau eine Patientin, die, glaube ich, von einem großen Zentrum profitieren würde. Vielen Dank. Jetzt haben wir eine Frage, die sich mit Atemnot beschäftigt. Ein anderer Patient möchte eben wissen, ob seine gehäuft auftretende Atemnot im Zusammenhang mit einer rheumatischen Erkrankung stehen kann. Ich denke, das haben wir schon gehört in den Vorträgen. Ich gebe die Frage gerne an Professor Skovac. Ja, das ist eigentlich eine ganz komplexe Frage. Unabhängig vom Rheuma hat Atemnot immer oder häufig die Ursachen Herz oder Lunge. Das heißt, beides müsste man abklären. Dazu gehört erstmal eine einfache Lungenfunktion für die Lunge, vielleicht ein Röntgenbild fürs Herz, ein Herzultraschall, ein EKG, bevor man weitere Diagnostik durchführt. Und wenn man dann noch weiß, der Patient hat ein Rheuma, dann geht man nochmal ganz anders vor. Da kommt es darauf an, welche rheumatologische Erkrankung das ist. Also wir haben jetzt viel über die Sklerodermie gehört. Bei Sklerodermie nochmal ganz klar einmal im Jahr ein Herzultraschall zum Screening um schweren Lungenhochdruck, der an und für sich selten ist in der allgemeinen Bevölkerung, zu screenen. Bei diesen Patienten würde man heute mit der Erstdiagnose schon direkt ein CT durchführen. Vor CT haben ja viele so ein bisschen Angst, weil es was mit Strahlung zu tun hat. Und wir müssen auch immer Nutzen-Risiko abwägen bei allen Patienten. Aber bei Sklerodermie fängt man heute direkt mit CT an, um eine Baseline zu haben. Und bei vielen anderen rheumatologischen Erkrankungen, bei rheumatoider Arthritis zum Beispiel, macht man erstmal eine Lungenfunktion.
Lungenfunktion, große Lungenfunktion. Wenn ich dann sehe, der Patient hat eine Restriktion oder eine sogenannte Diffusionsstörung, dann mache ich im nächsten Schritt das CT. Und wenn das grenzwertig ist, dann muss man manchmal serielle Lungenfunktionen durchführen. Das heißt, der Patient kommt halbjährlich oder jährlich. Wenn er dann auffällig wird, dann mache ich ein Röntgenbild, um dann eine Diagnose rauszukriegen. Okay, vielen Dank. Nächste Frage geht an die Dermatologin unter uns. Kann Rheuma oder Cortison dagegen die Entstehung von Melien, ich glaube, ich habe das nachgeschaut, weiß nicht, ob das stimmt, Hautgrieß verursachen oder begünstigen? Ja, Melien sind tatsächlich, werden im Volksmund kleine Grießkörner genannt, das sind so weißliche Abhebungen, meistens im Wangenbereich oder um die Augen. Die sind komplett harmlos, daher weiß man auch nicht genau, woher sie entstehen, sondern wir ordnen sie mehr als Spiel, ein Spiel der Natur ein. Und tatsächlich wissen wir nicht, dass die von Rheuma oder Cortison kommen. Was aber vom Cortison kommt und vielleicht hier gemeint ist, das ist die Akne. Das kann tatsächlich durch Cortison oder zu viel Cortisoneinnahme entstehen. Das ist eine entzündliche Erkrankung, die mit so kleinen Zystchen, ähnlich weißlich oder gelblicher Veränderung vorgeht, die aber nicht so oberflächlich liegen, sondern mehr in der Tiefe. Vielleicht ist das damit gemeint. Aber Melien sind komplett harmlos, sind uns nicht bekannt, dass die im Rahmen von Rheuma oder Cortisoneinnahme in Zusammenhang stehen. Okay. Wir haben noch eine Patientin, die ihre Frage per Mail geschickt hat. Da geht es um eine Cortisontherapie. Sie möchte wissen, wie lange man eigentlich Cortison geben darf als Therapie und ob es da schwerwiegende Nebenwirkungen geben kann. Also sie stellt, um das noch ein bisschen zu erläutern, sie stellt sich die Frage, ob ihre beidseitige Hüftkopfnekrose möglicherweise durch eine zu lange Cortisontherapie entstanden sein könnte oder dass Cortison eben das begünstigt haben könnte. Das Wort Hüfte drin, das ist für den Orthopäden. Also die kurze Antwort ist ja. Cortison ist ein klassisches Medikament, was leider Osteonekrosen, also ein Absterben von Knochensubstanz, verursacht und auch was für eine Osteoporose, also ein insgesamt Schwinden der Knochensubstanz, verantwortlich gemacht wird. Die etwas längere Antwort ist trotzdem, das Cortison ist eine sehr zweischneidige Geschichte. Und wir haben ganz, ganz viele Patienten, die sehr verunsichert sind über Cortisongabe, ja oder nein. Vorab muss man sagen, Cortison ist ein körpereigenes Hormon. Das heißt, jeder von ihnen produziert Cortison und hat das die ganze Zeit in sich. Das hat einen Rhythmus über den Tag. Das macht einen morgens fit, dass man aufsteht und wach ist und in den Tag starten kann und fällt dann wieder ein bisschen ab. Und Cortison lässt uns funktionieren im weitesten Sinne. Und wenn Sie Cortison von außen hinzufügen, dann können Sie damit relativ viele Erkrankungen überbrücken oder maskieren. Wenn ich einem Patienten, der einen Verschleiß im Gelenk hat, eine Arthrose hat, also nichts mit Rheuma im weitesten Sinne, und ich gebe dem Cortison, dann werden die Gelenkschmerzen mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal besser. Und der wird sich besser fühlen und fitter fühlen. Wenn ich einem Patienten, der eine schwere Allergie hat, eine schwere allergische Reaktion hat, Cortison gebe, dann verschwindet die Allergie. Ich drossel das Immunsystem wieder runter und der Patient, dem geht es besser und der funktioniert erstmal wieder. In dem Moment, wo ich Cortison dauerhaft und langfristig gebe, verursache ich Nebenwirkungen damit. Erstens gewöhnt der Körper sich daran, dass das von außen kriegt und es von innen nicht mehr produzieren muss. Und zweitens versetze ich den Körper die ganze Zeit in diese Leistungsbereitschaft, in diese Stressbereitschaft. Und da passt sich der Stoffwechsel auf ganz, ganz viele Arten dran an und das macht irgendwann die Nebenwirkung. Und eine der Nebenwirkungen aus meinem Fachbereich ist eben diese Osteonekrose oder die Osteoporose, dass also Knochensubstanz verloren geht. Ich kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass der Körper mit anderen Dingen dann beschäftigt ist und darüber quasi die normale Infrastruktur, den normalen Abkieb des Knochen ein bisschen vernachlässigt und sich die Ressourcen, die er für andere Dinge braucht, da rausholt und deshalb Knochensubstanz verloren geht. Trotzdem ist Cortison in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr gutes und sehr potentes und vor allem sehr bewährtes Medikament, was man sehr gut einschätzen kann und sehr gelernt hat. Trotzdem gibt es keine unkritische Dosis. Wenn man Cortison nicht braucht, sollte man es nicht nehmen. Wenn es notwendig ist und es keine Alternative dazu gibt, dann ist es so und dann ist es ein gutes Medikament. Also ich will natürlich nicht widersprechen, aber ich will es kurz ergänzen, weil ein Teil der Frage war ja auch, darf man es länger als 12 Wochen nutzen? Und ich sehe es auch so, es gibt keine unkritische Dosis. Wir haben viele Nebenwirkungen, hoher Blutdruck, diabetische Stoffwechsellage, Gewichtszunahme, Infektanfälligkeit und. Das heißt,
In jedem Fall muss man überlegen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Aber wenn jetzt viele Sarkoidose und sonstige Patienten sagen, ich nehme es ja schon seit 2 Jahren, darf man, glaube ich, nicht überstürzt sein, sondern überängstigt sein, sondern wir machen immer nur so eine Risikoabwägung. Und natürlich gibt es viele Leute von Ihnen, die das vielleicht über ein Jahr haben oder vielleicht auch über 5 Jahre in einer niedrigen Dosis. Das heißt, der Trick ist immer, möglichst wenig zu nehmen. Früher sprach man von der Cushing-Dosis, 7,5 Milligramm, gibt keine unkritische Dosis, sehe ich auch so. Aber wenn einer dauerhaft 2,5 oder 5 Milligramm Cortison hat und das braucht, kann es die richtige Therapie sein. Und wenn jemand dauerhaft mehr als 7,5 oder mehr als 10 Milligramm hat, dann versucht man eben durch eine zusätzliche, ich sage jetzt mal antirheumatische Therapie oder zusätzliche Therapie im Bereich der Sarkoidose mit MTX oder Azathioprin, das Cortison einzusparen. Also im Einzelfall kann es notwendig sein, länger als 12 Wochen. Ansonsten stimme ich dir natürlich zu. Ich habe jetzt noch eine Frage, die auch noch mal zeigt, wie wichtig die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist. Das ist auch ein Patient, der neben dem Xökren, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Syndrom, noch weitere Autoimmunerkrankungen hat, die seiner Meinung nach nichts mit Rheuma zu tun haben. Das ist einmal eine Autoimmunhepatitis und Morbus Basedow. Wer möchte die Frage beantworten aus dem Kreis? Ich glaube, muss der Internist muss was dazu sagen. Das ist eine schwierige Frage. Es gibt natürlich schon die Assoziation, wer eine Autoimmunerkrankung hat, hat vielleicht ein höheres Risiko, noch eine zweite zu haben. Und dann muss man halt zu den einzelnen Experten. Also die Frage war Morbus Basedow, das ist der Endokrinologe oder manchmal Nuklearmediziner, die sich mit Schilddrüsen sehr gut auskennen. Und das zweite war die Autoimmunhepatitis, da geht man eben zum Gastroenterologen und muss, also zum Hepatologen, Gastroenterologen und muss dann die Leber speziell abklären mit speziellen Ultraschalluntersuchungen etc. Und da sieht man wieder, wie interdisziplinär das Ganze ist und wie gut manchmal das Netzwerk hier funktionieren kann, wenn man dann eben die Kollegen kennt, anruft und dann auch rasche Termine erwirken kann. Mhm. Tatsächlich ist ja in dem Bereich noch einiges gar nicht so hundertprozentig verstanden, wie autoimmune Prozesse teilweise zusammenhängen. Und was man gut zum Beispiel belegen kann, ist, dass rheumatologische Erkrankungen häufig auch mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen einhergehen. Und wir sehen auch zum Beispiel, dass bestimmte Erkrankungen aus dem orthopädischen Bereich damit reinspielen, zum Beispiel Knochenmarködeme häufiger auftreten bei autoimmunen Erkrankungen. Wir wissen, dass Schilddrüsen Autoimmunerkrankungen mit Hautautoimmunerkrankungen gepaart auftreten. Also das Immunsystem ist ja ein System, was den ganzen Körper betrifft. Und ich glaube, das ist relativ viel noch gar nicht so verstanden. Und das ist eben gerade für universitäre Medizin, glaube ich, ein extrem interessantes Spielfeld, sowohl für die Wissenschaft als auch für die Patientenversorgung. Ich denke, dass wir da in den nächsten 10 Jahren sicherlich noch viel dazulernen werden. Ich würde vielleicht da gerne ergänzen, da stimme ich nämlich absolut dazu. Das, was wir im Zeitungsartikel gesagt haben, frühzeitig zu behandeln, kann vielleicht eine Möglichkeit sein, dass wir andere autoimmunologische Geschehen im Körper verhindern können. Vielleicht, wenn man die Haut, zum Beispiel, jetzt muss ich natürlich was über die Haut sagen als Dermatologe, wenn ich die Psoriasis früh behandle, vielleicht kann ich damit auch die Entwicklung der Psoriasis Arthritis frühzeitig verhindern. Und hier möchte ich noch einmal, weil wir so viel über Cortison gesprochen haben, noch mal sehr klar sagen, Cortison von innen gehört nicht zur Behandlung der Psoriasis. Das wird oft fehlverstanden. Da haben wir deutlich andere Medikamente mittlerweile und ich finde das ein super Fortschritt, wo auch wir mittels Studien schon viel Erfahrungen schaffen konnten. Und ich glaube, das sollte auch tatsächlich in der Interdisziplinarität wichtig sein, neue Medikamente für verschiedenste Formen der Autoimmunerkrankungen zu finden. Bedanke ich mich für das Interesse im Namen des UKB natürlich, für Ihre Fragen, für Ihre Offenheit, dass Sie die mit uns geteilt haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen alle beantworten und auch zeigen, wie wichtig eben Interdisziplinarität ist. Kommen Sie auf uns zu, wie gesagt, kommen Sie in die Ambulanzen, sprechen Sie die einzelnen Ärzte an, die heute da waren
Und ich freue mich auf die nächste Veranstaltung und hoffe, dass Sie dann eben noch wieder dabei sein werden. Das wird am, jetzt muss ich schauen, auf meinen Spickzettel im September sein. Da geht es um das Thema Herz, moderne minimalinvasive Behandlung von Herzklappenerkrankungen. Am 16. September wird das sein. Bis dahin, eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.